Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen, recht spontanen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Warum spontan? Ganz einfach, weil es eigentlich dieses Video eigentlich gar nicht gegeben dürfen. Denn der liebe Enrico Matuschek und auch Ibrahims Filmstunde haben in meiner WhatsApp-Gruppe ein Bild von einem Steelbook gepostet, wo sie sich gekauft haben. Was ist das denn? Wo kommt das her? Hingeschrieben, wo kommt das her? Müller exklusiv und ich, okay, ich mal zum Müller gerannt und jetzt ist es auch schon hier. Nochmal lieben herzlichen Dank an euch beiden für das Posten in der Gruppe. Herzlichen Dank, sonst hätte ich mich verpasst. Und ja, es handelt sich hier um das Steelbook von Spione Undercover. Und es schaut ein bisschen aus wie die unglaublichen zweiter Steelbook und dachte auch, dass es von Disney ist, weil es wirklich sehr ähnlich ausschaut. Auch die ganzen Charakter hinten haben eine Ähnlichkeit auf jeden Fall mit, die unglaublichen. Aber es ist von Blue Sky und Blue Sky hat Ice Age gemacht und auch Robots, das ist anders. Und ja, deswegen dachte ich mir, hol ich mir auf jeden Fall mal das Steelbook, schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Und das zeige ich jetzt mal ganz spontan. Ja, okay, hier eben das Vorderseite ab 16 freigegeben. Kostet bei unserem Müller 21,99. Denke mal, müsste es bei jedem Müller gleich kosten. Und ja, wir machen mal auf. Und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal von innen an. Ich sehe hier schon von Weitem schon die Klebepopel, die schon an der Außenfolie festhängen. Ne? Ach, die lernen es einfach nicht. Ach, ich werde wahnsinnig. Aber sie ging gut ab. Also von daher gar nicht mal so schlimm. Ja, wunderbar. Lassen sich wunderbar ablösen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier die Klebepunkte. Schön natürlich noch drüber geklebt. Ja, aber wirklich wahr, haben sich gut ablösen lassen. Auch so vom Papier gehen sie gut ab. Also alles chico. Bin entspannt. Ja, was will man mehr? Ich bin ja eine ruhige Unboxer. Ne? Kann ich auch sein. Aber gut. Okay, also hier nochmal zu dem Banderole. Hier mit Inhaltsangabe zu dem Film. Hab, wie gesagt, von diesem Film noch nichts gehört und noch nichts gesehen. Ist komplett an mir vorbeigegangen, aber ich mag eigentlich recht gern eben Animationsfilme, von daher hier. Und hier die ganzen Extras. Und hier die ganzen technischen Daten. So schaut das Ganze aus. Und wir haben hier 5.1 deutsche Ton auf jeden Fall drauf. Jo, okay, ist ab 16 freigegeben, wie gesagt. Hier würde ich auf jeden Fall mal drauf wetten, dass auch ab 16 ist, weil so Spionagefilme ist immer ein bisschen gruselig. Fand ich auch schon bei den Unglaublichen so. Und ja, jetzt geht's mal zu dem Steelbook über. Muss echt sagen, heißt ein Hochglanz-Steelbook. Leider keine Prägung, aber hier auf die englische Version Spice in Disguise. Ich sprich's nicht aus, sonst wird's wieder peinlich für mich. Aber ein Hochglanz-Steelbook, hier oben drüber noch Blue Skies steht. Und hier hat, also wie gesagt, ich finde dieses Steelbook hat eine Ähnlichkeit, wirklich wahr, zu den Unglaublichen 2. Und hier natürlich die Hochhäuser und hier eben dann der Spion, der von etwas wegrennt. Und hier unten ist eine Taube. Und das Bein schaut hier so aus, man kann es auch gut lesen. Die englische natürlich Sprachausgabe wieder. Und hinten drauf haben hier wieder das Huhn in James Bond Look. Auch sehr cool, wirklich wahr, schaut sehr schön aus. Und hat hier auch ein paar so kleine Glanzeffekte mit dabei. Hier zum Beispiel die Fliege. Und auch hier vorne auch die Fliege hat diesen Glanzeffekt. Also auch hier richtig cool gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann haben wir hier noch innen drin dann noch die Blu-ray-Disc. Und die ganze schaut hier so aus. Und dann haben wir noch dann das Innenmotiv. Und das ist eben eine Szene aus dem Film. Und kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn der Film noch gut ist, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und ja, das war das Müller-exklusive Steelbook von Spione Undercover. Habt ihr schon mal was von diesem Film gehört oder gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare rein, wie euch der Film gefallen und wie gefällt euch vor allem das Steelbook. Wir sind ja auch Verpackungssammler. Ja, das war's von mir und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Guckt auf jeden Fall noch das Sammlungsvideo an von Marvin und auch morgen dann kleine Werbung für mich. Auch mein Nostalgie pur Video von, ja, was ist, verrate ich euch noch nicht. Bis dann, den Jimmy und Beep.